Vor 2 Jahren habe ich das Plakat gezeichnet, Die Kunst der Utopie. Auf dem habe ich unter anderem den zukünftigen deutschen schwarzen Bundeskanzler dargestellt, die Königin von Saudi-Arabien und Kim Jong-un als Friedensnobelpreisträger. Der Entwurf von Utopien ist ja wichtig, wenn wir die Welt verbessern wollen. Heute, vor dem dystopischen Hintergrund der Corona-Infektionen, frage ich mich, ob wir Utopien eher entwickeln, wenn es uns allen gut geht. Im Moment scheinen viele Werte und Utopien in den Hintergrund geschoben zu werden. Hauptsache, die Wirtschaft läuft. Die Wissenschaft wird angezweifelt, die Solidarität in der Gesellschaft bröckelt, Verschwörungstheorien machen sich breit und auch die Demokratie wird in Frage gestellt. Die einen vermuten gerade eine große Weltverschwörung und die anderen sehen eine Chance zum Innehalten und zur Überprüfung von unseren fragwürdigen Gewohnheiten. Aber die Hoffnung, dass so eine Krise als Chance genutzt werden könnte, ist wahrscheinlich schon wieder eine Utopie.